jedenfalls die Arena gefunden. Oh, die wird easy. Pflanzenarena ist ein easy Snack, glaube ich. Ja. Aber dafür kommt danach die Feuerilse von Team Star hier aus der in der Ecke. Nein, da habe ich doch nichts gegen. Hä, na sowas! Obwohl, ich habe jetzt Garados. Siehst du? Jetzt begegnen wir uns schon wieder bei einer Arena. Was für ein krasser Zufall! Oh, krass! Ich hoffe, du glaubst jetzt nicht, ich hätte hier auf dich gewartet, nur um mit dir kämpfen zu können. Ich habe das nicht geplant, ich schwör's. Zum Beweis fordere ich dich diesmal nicht heraus. Auch wenn ich schon Lust auf einen Kampf hätte. Deine Pokémon scheinen seit dem letzten Mal stärker geworden zu sein. Und hiermit wirst du perfekt auf die Arena vorbereitet sein. 3 Äther. Äther wurden in der Medizintasche verstaut. Ich werde mir die ganze Zeit mit dem... Das, was ich als erstes verkaufe immer. Mit dem Trainieren von, sagen wir, 20 Pokémon versüßen. Bis dann! Ja, moini. Willkommen in der Arena von Boladin. Lass mich dich zuallererst als Herausforderin registrieren. Dein Name ist Cat, sagst du? Bevor du dich mit Arenaleiter Kolzo messen kannst, musst du die Arenaprüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, Sonflora zu suchen. Wie du vielleicht weißt, ist Boladin die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen die Sonne und die Natur sehr zu schätzen, denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Sonflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sonflora hier zur Tradition geworden ist. Deine Aufgabe ist es also, Sonflora im Boladin zu finden. Halte Ausschau nach Pokémon, die wie sonnenförmige Blumen aussehen. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du 10 Sonflora einsammeln und sie zum Sonflora-Plaza bringen. Lass mich den Plaza schnell auf deiner Karte vermerken. Geh einfach nach rechts, sobald du die Arena verlässt. Wenn du 2 Sonflora-Statuen siehst, bist du richtig. Sprich dort mit dem Personal, um mehr zu erfahren. Viel Erfolg! Habe ich ja richtig Lust drauf, um jetzt Verstecken zu spielen, du. Richtig Lust drauf, jetzt Verstecken zu spielen. Moini. Viel Spaß bei der Suche. Hallo, ich bin Solena und kümmere mich um die Sonflora der Arena. Du bist hier, um dich in der Arena-Prüfung zu versuchen, richtig? Dann werde ich den Sonflora gleich mal sagen, dass sie sich verteilen sollen. Sonflora! Also gut, sie scheinen bereit zu sein. Das heißt, die Arena-Prüfung geht los. Bitte kehre zum Sonflora-Plaza zurück, sobald du 10 Sonflora eingesammelt hast. Los geht's, viel Spaß bei der Suche. Oh, 10 Stück, ey. Darf ich dabei reiten? Ja. Direkt am Anfang waren bei mir 3 Stück. Hier ist eins. Es begleitet dich nun. Immer. Oh, es rennt mir hinterher. Oh, stimmt. Die habe ich komplett übersehen. Bin einfach direkt abgebogen. Jetzt habe ich 4. Wow, wenn am Getränkeautomaten so ein Flora steht und der die ganze Zeit einfach nur den Getränkeautomaten anklickt, statt das so ein Flora. Wie gemein. Oh, hi. Hi. Aber gut, dass wir die nicht gegenseitig uns wegnehmen. Ja, das stimmt. Ich hab jetzt 6. Hä? Bin in einen Sonflora reingefahren. Ich will jetzt kämpfen. Hä? Na gut, dann gönn ich mir das. Ich kann nicht. Lieben.
8. So, kann ich nicht fangen. Nee. Nee. Das ist aber frech. Und jetzt kommt's mit mir mit. Nein, ich will die Stadt nicht verlassen. Versehentlich aus der Stadt rausgeritten fast. So. Abgeben. Schon alle 10? Ich will noch 2. Jetzt habe ich 9. Okay, gegen mich wollte einfach keins kämpfen. Trotzdem 10? Ja, ich glaube, es sind auch definitiv mehr als 10. Okay. Die da waren. Man munkelt. Erstmal Teamaufstellung ändern. Erstmal bestanden. Gratuliere, du hast alle 10 Sanflora gefunden. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Bitte geh als nächstes zum Empfang der Boladin-Arena und erstatte dort Bericht. Jussi! Sie dürfen sich nun unser Marineleiter stellen. Ich war auch. Muss aber erstmal hinkommen. Ladebildschirm zum Reingehen. Um du hast geschafft, 10 Sanflora auf dem Plaza zu versammeln. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserem Arena-Leiter stellen. Möchtest du den Arena-Leiter Kolzo, das künstliche Naturtalent, herausfordern? Ja! Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Ja, dann hin da. Oh, was ein Drama-Leiter. Echt? Warum? Siehst du gleich. Wie an, eine Herausforderin. Rudi, wo bist du? Auf der Windmühle. Und hopp. Und hi. Respekt, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ich heiße Kolze und bin ein Künstler, der sich auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert hat. Außerdem bin ich der Arena-Leiter von Boladin. Ich habe deine Arena-Prüfung von der Windmühle aus beobachtet. Diese Scharfsicht, mit der du die Sonflora aufgespürt hast. Wahrlich. Avantgarde. Distisch, Alter. Ich hoffe, dass du diesen Sinn für Ästhetik auch im Kampf demonstrieren wirst. Es ist an der Zeit, ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Aspekt der Ästhetik. Alles ein One-Hit. Bist du bereit? Lassen wir unserer Kreativität freien Lauf. Kreativhafte! Ey, du hast ganz schön Tränensäcke, mein Freund. Liminip! Uns kann er schaffen und zerstören. Hüte dich, nicht zu Nährstoff für meine Pokémon zu werden. Ah ja. Cool. Sie. Ulini. Das war ja dumm von ihm. Liegt. Was war dumm von ihm?
Das siehst du gleich. Mogelbaum. Mogelbaum ist keine Pflanze, ne? Ja, ich weiß. Ein Kunstwerk hat Potenzial, lasst uns gemeinsam vervollständigen. Aber da er ein Pflanzenleiter ist, wird seine Kristallisierung Mogelbaum zum Pflanzen-Pokémon machen. Richtig, und das war ziemlich dumm von ihm. Oh, du kristallisierst auch. Ja! Nee, warum nicht? Die Animation dauert mir zu lange. Von der Mogelei zum Baum, ei. Hätte ich gewusst, dass er nicht erst kristallisiert, wenn er dran ist. Oh, ist trotzdem sehr effektiv. Oha. Pass auf. Hoppla. Dampfwalze, oh ja. Oh, hoppla. Ja, ist zum Haare raufen, wa? Welch avantgardischer Kampfstil! Avantgardisch. Lass uns das in unseren Wortschatz aufnehmen. Nee, danke. Nee, ne? Welch künstlerische Taktik. Die Abfolge der Attacken, die Auswahl der Pokémon, deine Strategie war perfekt bis ins kleinste Detail. Ich habe nur ein Pokémon benutzt. Ich habe nur ein Pokémon und nur eine Attacke benutzt. Wenn dieser Kampf nicht als wahre Kunst bezeichnet werden kann, dann ist nichts auf der Welt dieses Titels würdig. Du hast meine Herausforderung makellos gemeistert. Als Beweis deines Erfolgs überreiche ich dir einen Arena-Orden. Diesen Moment sollten wir mit einem Erinnerungsfoto verewigen. Uladin Arena gemeistert, der Weg des Champions. Was für ein Foto. Mhm. Wenn du 2 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 30 leichter fangen und sie gehorchen dir stets. Einer so begabten Trainerin wie dir möchte ich auch mein Lieblings-TM schenken. Wegbereiter. Der Anwender greift an, als würde er aus hohem Gras hervorspringen. Mit wendigen Schritten erhöht er seine Initiative. Ah ja. Ach, die Inspiration sprudelt gerade nur so aus mir heraus. Die Gunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldige, aber ich muss mich sogleich an mein neues Werk setzen. Okay. Setz mal. Aber bist du etwa die berühmte Cat? Nemila hat erwähnt, dass es einen neuen vielversprechenden Neuling gibt. Einen neuen vielversprechenden Neuling. Ja, nee, ist klar. Ach, entschuldige bitte, dass ich dich einfach so anspreche. Ich sollte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Sinius. Ich bin ein Mitglied der Top 4 der Pokémon-Liga und unterrichte Kunst an der Akademie. Ich würde wirklich gern mehr über deine Beweggründe erfahren, Cat. Was bewegt dich dazu, Arena-Orden zu sammeln? Warum möchtest du Champ werden? Stärker werden, Freunde hat es vorgeschlagen. Ich möchte meinen Schatz finden. Einfach nur, ich möchte meinen Schatz finden. Danke für deine Antwort. Bitte. Auf diese Frage gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Wie heißt es doch so schön? Alle Wege führen zum Schlund von Paldea. Wusstest du, dass deine Freundin Nemila der jüngste Champ in der Geschichte Paldeas ist? Möglicherweise verbirgt sich in dir das gleiche Potenzial wie in ihr. Wenn du nach dem Champ-Rang strebst, wirst du mir früher oder später im Kampf gegenüberstehen. Ich kann dir empfehlen, lang und hart zu trainieren. Dann hast du selbst bei einer Niederlage nichts zu bereuen. Oh, und du bist natürlich auch jederzeit in meinem Kunstunterricht willkommen. Mhm.
Vicky hat einen Kleptifuchs gefangen. So, hier in der Nähe ist der Feuerteamorden. Übrigens, ne? Ja, komm mal zu mir. Also ich bin quasi den anderen Ausgang jetzt raus. Hier sind ein paar Kristalle, ein Trainer. Wie ist das? Der Kristall, der da rechts leuchtet, ist deiner. Ich will aber erstmal. Ja, 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 Motti! Also noch nicht Motti, aber bald Motti. Oh, ein Blutzug. Mhm. Hier laufen auch Teddy Ursas rum. Geil. Das will ich erfahren. Aber frech. Ich brauche auch noch einen Blutzug. Gib mir das. Das ist mein Blutzug. Ja, ich nehme das andere hier. Mein Datignis kriegt gerade ein bisschen auf die Nase. Attacke verfehlt, das ist gut. Los! Bittele! Achso, bevor wir da weitergehen, würde ich aber noch mal kurz zum Poké-Center reinrennen. Mach das. Ja. Blutzug! Aus seinem ganzen Körper tritt Gift aus. Es fängt und frisst nachts kleine Käfer-Pokémon, die von Licht angelockt werden. Yibi! Soll ich deine fleißigen Pokémon wieder fit machen? Ja, bitte. Wie hübsch das noch bei dir aussieht, weil alles in roten Pokébällen ist. Ah. So, jetzt können wir da zum... Oh. Ich habe auch einen Blutzug. Teddy Ursa. Ach, süß. Ich hab einen Panda. Nee, ein Koala. Koala, was denn nun? Ein Koala, ein Koalelu. Koalelu, okay. Es folgt Wadribi klammheimlich bis zu ihrem Bienenstock, aus dem es mit seinen Pranken reichlich Honig schöpft und verzehrt. Oh nein, ist das süß. Kleinbären-Pokémon. Puh-Bär, Winnie der Puh-Bär. Oh, du Süßi. Jetzt auch ein Koalelu. Oh nein, ist das süß. Du hast auch ein Koalelu. Ja. Oh nein, ist das süß.
Nein, ist das süß. Lol, du kannst das nicht einschlüsseln. Okay. Deine Passive ist einfach Dauerschlaf. Das schläft quasi schon. Nein. Lass dich doch fangen jetzt. Danke. Halbschlaf-Pokémon. Koalelu verbringt sein ganzes Leben schlafend und ernährt sich von hochgiftigen Blättern, deren Toxine kein anderes Pokémon abbauen kann. Oh nein, ist das süß. Bei mir stand, sein Speichel wurde verdünnt, früher als Betäubungsmittel für chirurgische Eingriffe verwendet. Narkosemittel. Eine Schmerbe in Typ Geist. Ja, Schmerbe ist gut, habe ich noch nicht. Was ist denn gut gegen Geist? Unlicht? Unlicht war gut gegen Geist. Hallo, hallo? Hallo! Aha. Heißt jetzt aha? Was? Was jetzt aha heißt? Wie aha? Du hast aha gesagt! Nee. Du hast Hallo, Hallo und dann hast du A gesagt. Ja, weil du nicht geantwortet hast. Weil du nichts gefragt hast. Und ich habe gefragt, ob wir inzwischen schon bei 100 im Pokédex sind. Woher soll ich denn das wissen?